Ja, da ist das gute Stück. Und jetzt werden wir es mal öffnen, um mal zu gucken, was so in dem Karton alles so verborgen ist. Dazu entfernen wir als erstes die Folie. So, den brauchen wir nicht mehr. Und dann machen wir das Ganze jetzt mal auf. Tada, da ist es, das iPhone 5. Beschäftigen wir uns gleich mit. Als erstes gucken wir uns mal den Inhalt des Kartons an. Hier haben wir wie immer die Bedienungsanleitung. Ich denke, beim iPhone brauchen wir die nicht. Dann haben wir hier den neuen Kopfhörer. Hier haben wir den Ladestecker. Und hier haben wir das Ladekabel mit dem Lightning-Adapter. Er sieht im Original tatsächlich kleiner aus, als ich ihn auf den Bildern gesehen habe. Und der Vorteil ist halt, dass man ihn beidseitig einstecken kann. Sowohl so rum als auch so rum. Sehr schön. So, also schön leicht, etwas höher, etwas schmaler. Ich habe hier mal ein iPhone 4S zum Vergleich. Wie man sieht, auf jeden Fall ist es höher und die Breite, ja, fällt jetzt optisch nicht so doll auf, ist aber doch zu sehen. Und das Gewicht ist natürlich, also boah, so vom Gefühl her würde ich sagen, die Hälfte vom iPhone 4S. Dann ziehen wir mal die Folie ab und gucken uns das Gerät mal an. Von hinten anders. Keine Glasscheibe mehr, sondern schwer zu sagen, ob Aluminium oder Kunststoff. Hier oben Kamera und LED. Hier haben wir wieder die Lautstärkeknöpfe, laut und leise, sowie den Stummschalter. Unten wieder Lautsprecher und Mikrofon. Und ganz neu, der Kopfhöreranschluss befindet sich jetzt unten und nicht mehr oben. Oben haben wir nur die Taste. Und die Nano-SIM kommt hier an der Seite rein. Ich habe jetzt noch keine SIM-Karte eingelegt, aber wir machen es trotzdem mal an. Und da ist es.